Hallo und herzlich willkommen bei der Tag auf Ländle TV. Für unseren ersten Beitrag war ich in Lorünz beim ersten Frauenstammtisch des Frauennetzwerks Vorarlberg. Das Thema Treffpunkt Gleichstellung, Mut zum Rollentausch und wie partnerschaftliche Rollenteilung aussehen kann. Ein voller Erfolg war der erste Frauenstammtisch des Frauennetzwerks Vorarlberg Treffpunkt Gleichstellung im Lorenzisaal in Ludesch. Organisiert von den Frauensprecherinnen der Region Walsertal und vom Land Vorarlberg lautete das Thema Mut zur Gleichstellung, partnerschaftliche Rollenteilung. Landesrätin Katharina Wiesflecker und Tanja Kopf, Leiterin des Bereichs Frauen und Gleichstellung im Amt der Vorarlberger Landesregierung, begrüßten die zahlreich erschienenen Frauen. Frauensprecherin Barbara Sönser moderierte. Wir haben einen Frauenstammtisch gemacht, weil wir uns gedacht haben, das ist genau das, was wir brauchen. Und waren dann der Meinung, wir müssen so irgendetwas machen, weil es einfach mal etwas anderes ist und einfach wirklich nur einmal für Frauen und auch für Frauen mal so einen Austausch möglich macht. Für uns war es jetzt einfach wichtig, es gibt so viele verschiedene Modelle, wie eine Rollenteilung funktionieren kann oder auch nicht funktionieren kann. Und da ist es einfach ganz wichtig, dass man sich darüber austauschen kann und einfach andere Frauen hört und deren Meinungen oder Erfahrungen. Ein Thema, das auch in den anschließenden Gesprächen heiß diskutiert wurde. Denn das eigene Rollenbild mal zu definieren, ist gar nicht so einfach. Voraussetzung dafür ist zu erkennen, dass es überhaupt verschiedene Rollenbilder gibt. Autorin Verena Florian gab einen Einblick in ihre Recherche zum Buch Mut zum Rollentausch. Es ist so wichtig, weil das, was wir hier erleben in Österreich und auch in vielen anderen Ländern, es ist ja auf der ganzen Welt so, dass meistens die Frau zu Hause bleibt und auf die Kinder schaut und der Mann geht arbeiten. Und es ist ein Nachteil für alle. Es ist ein Nachteil für die Frauen, weil die in Altersarmut landen, weil sie einfach keiner Erwerbstätigkeit nachgehen und kein Geld verdienen und deswegen keine Pension haben. Es ist ein Nachteil für die Männer, weil sie oft immer mehr Männer wollen, bei den Kindern bleiben. Es ist ein Nachteil für die Kinder, weil sie ihre Väter nicht sehen. Ja. Ich sage immer, am liebsten hätte ich, dass die Männer unbedingt in Väterkarenz gehen müssen, also dass das sozusagen eine Pflicht wäre von Staats wegen. Dann hätten wir nämlich Rahmenbedingungen, die fair für alle sind. Und dann müssen die Männer, dann haben sie keine Ausrede, dann hat auch der Chef keine Ausrede. Und dann regelt sich sehr viel von selbst und das ist der Trick. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass Männer einfach in Väterkarenz gehen, dann hätten wir auch viel mehr Gleichberechtigung. Da gibt es auch Studien drüber, dass Männer, die in Väterkarenz waren, nachher sich ganz automatisch und sehr freiwillig auch am Haushalt beteiligen, weil sie dann nämlich gesehen haben, wie viel Arbeit es ist, Haushalt und Kinder. Also wirklich Männer, die ganz ehrlicherweise den Haushalt übernommen haben. Und die habe ich interviewt für mein Buch Mut zum Rollentausch. Es geht um Unabhängigkeit und Gerechtigkeit. Und eben darum, dass ein riesiger Teil der Gesellschaft fehlt, wenn Frauen nicht präsent sind. Das Zusammenkommen am Stammtisch und sich austauschen förderte nicht nur das Gefühl von wow, da geht's noch mehreren so. Neben dem ein oder anderen Buch sowie einem Goodie von Drotix bei Carmen Stark nahmen die Teilnehmerinnen am Ende des Abends wiedergefundenen Mut, neue Infos sowie die vielfältigen Erkenntnisse aus den gegenseitig mitgeteilten Erfahrungsberichten mit. Werfen wir einen Blick zu den Meldungen des Tages. Vorarlberger wird neuer Außenminister. Der Vorarlberger Michael Lienhardt übernimmt das Amt von Alexander Schallenberg. Der derzeitige Botschafter in Paris folgt nun Schallenberg nach, der das Kanzleramt nach Sebastian Kurz antritt. Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Montagmittag bereits den neuen Kanzler und den neuen Außenminister offiziell angelobt. Herbstlich geht's in unserem nächsten Beitrag Üserländle weiter. Der Fallersee in Schlins, im Herbst eine wahre Augenweide. Besonders jetzt im Herbst ist er eine Augenweide. Der Fallersee in Schniefis. Dass es sich dabei um einen künstlich aufgestauten See handelt, würde man bei seiner natürlichen Pracht wohl kaum vermuten –
Tatsächlich wurde das Gewässer 1968 vom Fischerverein Fallersee angelegt. An seiner Stelle befand sich zuvor ein anderer Weiher. Neben dem Angeln für Vereinsmitglieder eignet sich der See als idealer Erholungsort, ob zum einsamen Spaziergang oder zum Gassigehen mit Hund. Kleinere und größere Pfade schlängeln sich am sogenannten Schniefner Weiher entlang. Im Sommer bietet sich das Gewässer zudem als Bademöglichkeit an, mit einem Strandbad inklusive. Die Luft hier ist herrlich und das ganze Gelände strotzt vor Schönheit und vielfältiger Natur. Die Umgebung lädt dazu ein, betrachtet zu werden. Viele kleine Schätze und Kostbarkeiten von ideellem Wert ziehen die Blicke auf sich. Wenn man genau das zu schätzen weiß, wird man hier auf ein Paradies stoßen. Auch ein reges Tierleben bleibt am Schniefner Weiher nicht aus. Auf welche Art der Fallersee auch besucht wird, er ist eine Schatzkiste von wundersamen Eindrücken. Das war der Tag auf Ländle TV. Im Anschluss sehen Sie noch das Wetter sowie eine neue Folge von Schon gewusst. Hier erfahren Sie die Zahlen, Daten, Fakten zum Facebook-Ausfall. Ich verabschiede mich und freue mich, wenn Sie wieder einschalten. Und bis dahin haben Sie noch eine schöne Zeit. Am Dienstag breiten sich nach einer erneut recht frischen Nacht rasch dichte Wolken aus. Und es fällt über den Tag aus meist starker Bewölkung zeitweise meist leichter Regen. Größere Mengen kommen nicht zusammen. Die Schneefallgrenze liegt um 1500 Meter, steigt aber tagsüber etwas an. Die Tageshöchstwerte liegen auch im Rheintal nur bei 11 bis 12 Grad. Auch am Mittwoch gibt es noch viele Wolken, aus denen es ein paar Regenschauer gibt. Ab 1100 bis 1400 Meter ist Schnee dabei. Es gibt tagsüber noch maximal um die 11 Grad im Rheintal. Am Donnerstag und Freitag ist es unter schwachem Hochdruckeinfluss häufig trocken. Dabei gibt es teils Nebel oder Hochnebel, tagsüber auch zeitweise Sonnenschein. Nachts wird es wieder kühler, auch leichter Frost ist möglich. Tagsüber werden bis um die 12 Grad erreicht. Schon gewusst, dass während eines Facebook-Ausfalls von 6 Stunden 53 Millionen Fotos nicht hochgeladen wurden? Schon gewusst, dass 25 Milliarden WhatsApp-Nachrichten nicht gesendet werden konnten? Schon gewusst, dass 125 Millionen Instagram-Stories nicht gepostet werden konnten? Und schon gewusst, dass 3,6 Milliarden Minuten für etwas anderes genutzt werden konnten, die sonst auf Instagram verbracht worden wären? Speedline Aluminiumgießerei in Schlins. Aluminiumrecycling auf höchstem Niveau. Moderne Produktionsstätte, faire Arbeitszeiten, attraktive Entlohnung. All das und mehr bietet die Speedline Aluminiumgießerei in Schlins. Bewirb dich noch heute.